Genau, jetzt müssen Sie uns hören, oder? Perfekt, super. Ich freue mich. Meine, das Konzept Lernen der Organisation ist jetzt nichts Neues, ne? Also ich erinnere mich noch an Agirus und Schön, vor allem an Peter Senge, und dass wir da viel damals auch ausprobiert haben. Also bei mir auf jeden Fall hat es damals so angefangen, dass man sagt, oh, Visionen sind wichtig zur Teamausrichtung und die ganzen anderen Themen. Eben auch damals so war ich SAP intern in der Personalentwicklung. Und ich habe gedacht, es wäre einfach eine gute Diskussion, dass wir mal gucken, ja, wie resoniert das bei euch, ne, dann der Organisation? Was habt ihr da vielleicht auch für Erfahrungen? Wie gesagt, ist eher ein Thema, was es nicht neu ist, was vielleicht gerade wieder teilweise eine Diskussion ist. Was für Fragen können wir noch diskutieren? Wo auch die Reise hingeht. Ich meine, per se eine Organisation kann dann nicht so lernen, vielleicht wie ein Individuum. Ne? Wäre vielleicht auch eine Diskussion. Ne? Was sind jetzt die no ganzen neuen Richtungen? Jetzt mit KI und so hat es da eine Beeinflussung. Also technisch hat man ja versucht, mit Wissensdatenbanken an das Thema ranzugehen, erinnere ich mich noch schemenhaft. Hat dann versucht, so Individual Knowledge to Organizational Knowledge zu konvertieren. Wir wissen ja, was daraus geworden ist. Mehr so Wissensgräber. Irgendwelche Datenbanken hatten wir damals, glaube ich, so ein Knowledge Warehouse. Genau. Und ich glaube, manche Sachen sind dann parallel dann draus entstanden, so Communities mit Wenger und so, der da echt gute Praktiken beschrieben hat. Ich weiß nicht genau, ob das daraus entsprungen ist oder eher parallel war. Aber das war eher was, wo ja dann eher gefruchtet hat, wie jetzt nur die technische, ja, Dokumenten-Thematik. Oder was meint ihr? Ich habe hier mal einfach das Doku-Pad auf. Das kann ich vielleicht teilen. Kann auch gerne eine Runde machen. Oder der Erste gibt auch mal so seinen Input, wie ich gerade. Genau. Ich würde vielleicht einfach mal anfangen, die Diskussion anzuheizen. Was mir jetzt hier heute auffällt, ist, dass immer davon ausgegangen wird, dass es ja schon alles lang ein Thema ist, macht man schon seit 20 Jahren und kennt man schon seit 20 Jahren, hatte ich vorher in meiner Session auch. Aber wenn wir mal ernst sind, ja, es ist doch in der Masse nicht angekommen. Also weder das Thema Lernen der Organisation noch irgendwie andere Themen, die wir jetzt auch vorher diskutiert haben. Es ist einfach in der Masse noch nicht angekommen. Und ich war vor ein paar Tagen in einer sehr spannenden Session. Da ging es darum, wenn jetzt die ganzen Generation X, Boomer, dann irgendwann in Rente gehen, wie erfolgt denn da der Wissenstransfer? Und da ging es eben um das Thema Erfahrungen teilen. Ja? Weil wenn eine Maschine in irgendeiner Form komisch, also ich sage mal, jemand, der jetzt 20 Jahre, also vor allem in einer arbeitenden Industrie, wenn jemand 20 Jahre an der Maschine stand, dann weiß der, warum die jetzt komisch klingt, ja, und agiert vielleicht auf Basis von seiner Erfahrung. Und sowas wird ja oftmals nicht dokumentiert. Also wie soll denn das dokumentiert werden? Ja, wenn sie Ding, Ding, Dong macht, dann kann es passieren, dass das passiert, ja. Also, und das finde ich irgendwie gerade noch so spannend, weil wir da gerade auch an einem Umbruch stehen, gesellschaftlich, denke ich mal, die nächsten Jahre. Und dann, wie gesagt, glaube ich ganz einfach, dass ganz viele kleine Organisationen da einfach schon gnadenlos hinterherhinken. Und für die sind so Themen wie Lernen der Organisation und Senji, das sind für die Wörter, die, ja, also. Halt fast esoterisch für viele, glaube ich, auch, ne? Ein bisschen. Und dann daher Da eher. braucht man gar nicht mit Ikigai oder sowas noch kommen, ja. Also, ne? Meine Erfahrung. Und Natürlich auch in Deutschland hat man ein ziemlich starkes Apparat. Das ist natürlich auch eine Problematik. Also, wir sind ja noch sehr in unseren Silos unterwegs, in unseren Wissenssilos. Was ich aber jetzt sehe, ich glaube, es wird unheimlich viel gelernt, aber es wird auch das Falsche gelernt. Wir haben einen unglaublichen Trainingskonkurrenzpfad in den Unternehmen gerade. Es ist gut, dass wir jetzt über KI reden, es ist gut, dass wir über User-Generated Content reden, dass wir über Employee-Generated Training und wie wir es alles nennen wollen. Der Konkurrenzkampf nimmt unheimlich zu und die Zeiten werden geringer. Das ist vor allem seit Corona mit getakteten Team-Sessions und so weiter. Das Marketing macht Culture-Trainings.
CSR kommt, macht Social Responsibility Trainings. Compliance kommt, macht Compliance Trainings. Mein Salesman füllt, dass ich bitte noch was verkaufe und mache noch ein Sales Training. Das heißt, wir räumen nicht den richtigen Dingen die Zeit ein. Und wir dezentralisieren das Lernen ja unheimlich, weil wir plötzlich die Tools und die Möglichkeiten haben. Das ist erstmal gut. Das ist wie damals mit den Wissensmanagement-Tools. Wir haben sie geöffnet, haben allen gesagt, fang mal an zu dokumentieren. Hauptsache, haben sie erstmal, dass mal alles da ist. Und jetzt haben wir es dann in den letzten Jahren eingefangen und versuchen daraus eine Klassifikation und eine Clusterung zu setzen. Das Gleiche passiert gerade mit Lernen. Also bin da immer, ich sage immer so die These, dass wir echt mal schauen müssen, dass wir weniger lernen. Ich glaube, wir tun viel zu viel, aber halt mit, das ist Output, das ist kein Outcome. Da kommt dann das ganze Thema ChatGPT dazu. Klar. Sowieso, ne? Alles, ne? Ich muss mich gar nicht melden oder wir reden einfach so. Ja. Ich dachte, ich frage mal. Ich finde, um daran anzuschließen, dass wir halt nicht immer noch nicht lernen, wie. Also ich finde, dass wir ganz viel beschäftigt sind mit den Tools und mit den Themen, aber nie an diese Selbstlernkompetenz rangehen. Und jeder spricht von Selbststeuerung und selbstgesteuertem Lernen und selbstorganisiertes Lernen. Aber ich glaube, das ist eine Kompetenz, die uns noch fehlt. Und ich glaube, das ist etwas, wo man eher den Fokus drauf legen müsste. Was genau nochmal? Lernen zu lernen. Ah, okay. Das ist ein Klassik, ist ja witzigerweise ein Klassiker von der Lernorganisation, ne? Das war das sogenannte was? Double oder Triple Loop Learning, ein bisschen abstrakt wieder für Philipp, aber das war ja genau das, ne? Das eine ist vielleicht reflektieren und Feedback Loops mehr einbauen, okay, aber das dann Lernen zu lernen mit Methodenkompetenz vielleicht auch, ist immer noch ein Thema, ne? Also für mich ist überwältigend diese Diskrepanz zwischen dem Theorieangebot zu diesem Thema und der Praxis, die in den Organisationen feststellbar ist. Und ich denke, das hat sicherlich einen guten Grund. Und das sind wahrscheinlich jetzt auch schon einige wichtige Argumente genannt worden. Was mir dabei fehlt, das ist irgendwie Transparenz über die Ausrichtung des Lernens. Was ist eigentlich der Zweck? Was ist der Wertbeitrag der Organisation? Und vor allen Dingen, wie kann man das individuelle Lernen koppeln über Team in die Organisation hinein? Also diesen ganzen Prozess eher so organisch zu betrachten und aus so einer Perspektive mal zu gucken, wie müsste man die einzelnen Dinge miteinander in Verbindung bringen, damit überhaupt eine Wirkung erzielt. Ich glaube, das impliziert praktisch Organisation auch als einen lebenden Organismus zu begreifen und zu verstehen. Dann würde man vernünftige Lösung, glaube ich, schon einen ganz erheblichen Schritt näher kommen. Ich meine, jetzt vielleicht ein fängt ein bisschen daran an. Ich glaube, die erste Unterscheidung ist ja einfach erstmal diese Ebene, ne? Individuelles Lernen, organisationales Lernen. Das ist ja gerade ein bisschen angeklungen. Ehrlich gesagt, wir, das ist von der BSF, wir sind gerade dabei, okay, im Restrukturierungsprozess, man kann es in der Presse, glaube ich, lesen, aber gerade im Technikbereich, wir schauen natürlich schon, was brauchst du auf der organisationalen Ebene eigentlich an zukünftigen Kompetenzen? Und ich meine, das ist sozusagen, dass man diese Ebene überhaupt mal unterscheidet. Ne? Wo sind überhaupt Kompetenzfelder, wo wir als zukünftig definieren? Ja. Wo fallen so Kompetenzfelder weg, um dann auf die individuelle Ebene zu springen? Sagen, was muss ich jetzt individuell lernen? Und welche Leute müssen gegebenenfalls umgeschult werden oder teilumgeschult werden oder weitergebildet werden? Also ich glaube, mit dieser Ebenenunterscheidung, mit dieser ganz einfachen, kommt man zum Teil relativ weit. Also es ist überraschend, wie wenig das überhaupt im Diskurs intern sozusagen, ja, eine Rolle spielt. Gut, kann man immer leicht einen Mehrwert bringen, kann man sagen. Ein entscheidender Punkt ist, glaube ich, dass die Strategie des Unternehmens wirklich bis auf die operative Ebene hinunter ganz klar transparent sein muss. Denn das gibt Orientierung im Hinblick auf das, was soll denn eigentlich gelernt werden, was wird erwartet. Und wenn man von selbstorganisiertem Lernen spricht, dann impliziert das eigentlich Klarheit und Transparenz über die Strategie des Unternehmens. Sonst funktioniert das nicht. Ja, und damit ihr dann aber, also ich zitiere dann aber gerade, weil der Thomas das eben zu mir sagte, meinen Professor Scheer aus deinem Podcast, jede Strategie, die definiert wurde, die ist auch morgen schon wieder vergessen, weil sie auch natürlich eine agile Organisation braucht. Da kommt ja das Thema der Composable Architectures jetzt auch her. Also jetzt springen wir an ein Thema. Aber ich glaube, das große Problem ist einfach, wenn wir von lernenden Organisationen reden, ist ja die Ursprungsdefinition der Mensch und nicht die Organisation. Also es geht ja um eins tiefer. Und das meinte ich mit Bewahren. Dass uns bekannte deutsche Unternehmen, und meinen wir ja unsere große Industrie,
Ja, die sind ja nicht agil. Nee, eben nicht. Jetzt wollen wir eine Selbstlernkompetenz, aber die sind ja in keinster Weise agil. Also das ist ja das große Thema. Wir müssen ja erstmal diese Organisation agil machen. Und das fängt ja tatsächlich ganz oben an. Das habe ich jetzt auch ein bisschen mitgeschrieben. Viele Dinge haben jetzt einfach auch einen anderen Namen. Also Ökosystemansatz, ja super hilfreich. Ne? Also gerade wieder große Digitalkonzerne machen es vor mit Communities, mit Plattformen und so weiter. Das ist auch, hilft ja damit auch. Also vor allem Ökosystem auch wieder, ist natürlich auch eine Metapher für Lernen. Communities, dann das Thema Selbstorganisation, was so damals auch schon hochkam. Systemischer Ansatz, ich glaube, Börsen, der propagiert das inzwischen jetzt auch nur, Systemic HR Model. Und das Thema Teams, das war ja lange so ein bisschen hinten runter, das ist, kommt jetzt eigentlich stark so im agilen Ansatz, ne? Wo so Entwicklungsteam, Teams of Ten. Und dann, ja, das ist eigentlich so der Nukleus ist, wo sie was ändert und gar nicht das Individuum mehr. Also was man, glaube ich, auch immer wieder verkennt ist, Lernen ist letztlich nicht etwas, was von alleine irgendwo teilweise immer herkommt. Also ich muss entweder dazu intrinsisch motiviert sein, gegebenenfalls, gekoppelt an irgendwelchen Zielen, die ich mir selber setze. Und gleichzeitig ist das dann, sagen wir mal, auch teilweise mit einer gewissen Ritualisierung oder Standardisierung verbunden gegebenenfalls. Da gibt es Methoden auch dazu in der Richtung, die das sehr gut unterstützen. Aber sobald man dann in das Thema Standard oder Rituale hineingeht, dann heißt es, dann wehrt man sich teilweise, zumindest meine Beobachtung, wehren sich die Leute dagegen, weil das ja letztlich irgendwo mit Arbeit verbunden ist, in Anführungsstrichen. Ja. Dann muss ich ja letztlich mich irgendwo auch in irgendwas ran. Auf der anderen Seite beobachte ich, wenn keine standardisierten Lernprogramme da sind, die verbunden sind, auch damit seine Komfortzone zu verlassen, in einer Form zum Beispiel, klappt es auch nicht. Also ich meine, da gibt es Themen wie zum Beispiel das ganze Thema Kata-Coaching beispielsweise, was stark mit dem Lernen verbunden ist etc. Und. Aber auch agil ist ja letztlich gekoppelt an Standards. Aber das wird halt, ich habe häufig das Thema, also wir haben auch ein Thema gehabt zum Thema Standards vielfach. Das ist ein Thema, was echt teilweise, da hat man ein Aber dagegen, gleichzeitig realisiert man, damit funktioniert es. Dann braucht auch Standards versus und Rituale versus dann bei den Methoden. Ich habe den Eindruck, mit der Lernorganisation zumindest die Version von Senge, dass da ein konzeptioneller Rahmen gegeben wurde mit den 5 Disziplinen, die auch das Individuelle und das Kollektive und das Innere und das Äußere miteinander verbinden. Ja. Und das Lernen ist eben immer eine Mischung von dem Ganzen und nicht nur irgendein Pfad. Und ich kann diese 5 Disziplinen ziemlich genau auf das AQUA-Modell von Wilber legen. Da sind nämlich alle 4 Felder abgedeckt und das Systemdenken ist sozusagen der Verbinder in der Mitte. Und ich sehe das so, dass das sozusagen der konzeptionelle Rahmen ist und jetzt das Agile und das Scrum-mäßige Arbeiten, das ist die Detaillierung der einzelnen Felder. Operationalisierung. Ja, wo es dann eben in die Details geht, wo ich dann erst irgendwie instrumenteller werde. Aber das Prinzipielle und das Konzeptionelle, das kam eben schon aus den 5 Disziplinen. Und da sehe ich den Reiz. Und auch in der Entwicklung, dass das aus meiner Sicht so ein ganzer Bogen ist, Entwicklung. Ist das von euch irgendjemand, so in der Praxis, all die Sachen, die man, agile Praktiken schon oder Sachen, die irgendwie dann noch im Methodenbaukasten sind wahrscheinlich? Also für mich ist entscheidend, wenn ich in so einem Team bin, wo dann 5, 9 bis 10 Leute da sind, dass da der Dialog ein Grundinstrument ist, wo ich mir erstmal über meine Werte Klarheit verschaffe. Die Menschen, die in dem Team sind, wie stellen die sich dazu? Wo sind Ähnlichkeiten, wo sind Unterschiede? Also ist das Dialoglernen oder Teamlernen ist die Voraussetzung dafür, dass ich das überhaupt kann. Dass ich auch sehe, da gibt es Unterschiede und so weiter. Und dann muss ich in irgendeiner Form zu einem Weg finden, den alle mitgehen können. Eine Sache. Dann ist eben, dass ich auch eine gemeinsame Vision habe, auf die ich hinarbeite. Wenn ich ein Produkt entwickle, muss ich das in irgendeine Richtung machen. Und auch bei der Strategieentwicklung das Gleiche. Das wurde ja auch hier schon gesagt. Ich glaube, das große Problem ist tatsächlich jetzt auch so diese Visibilität des Ziels. Das ist das, was wir jetzt in dieses Corporate Learning, ich mich viel bewege. Jetzt pointiere ich mal mit Kunden hier.
90% davon kann man ja wegschmeißen. Das ist alles Guidance-Lernen, was kein Outcome hat. Dieses wirklich dieses Ziels, was ist mein Impact auf ein bestimmtes strategisches Ziel, warum tue ich das? Daher kommen ja auch die großen, die ich persönlich sehr stark positiv finden, OKR-Bewegungen, dass man diese Ziele viel klarer nochmal darstellt, aber auf einer agilen Ebene, zum Beispiel quartalsweise basierte Ebene, dass ich meine Strategie auch anpassen kann. Also das heißt, es ist ein Raum, um Strategie anzupassen. Das meine ich auch nochmal, das ist sehr untypisch für Deutschland. Wir geben uns gar nicht die Räume einer Strategieanpassung. Wenn wir sagen, heute ist die Strategie, das ist das Unternehmen, das muss das mitteilen, das ist an der Börse. Wenn das anfangen würde, alle quartalsweise seine Strategie zu verändern, würde es abgestraft werden. Also das ist uns ja gar nicht gegeben. Aber diese Visualisierung des Ziels für den Einzelnen, das ist das Kernthema des Lernens. Und dann können wir da auch viel anders erfüllen. Das ist aber nicht trivial. Sehr oft Transparenz schaffen für Ziele, passt sich dann wieder mit Governance. Wenn ich eine AG bin, also ich war selbst meine Rolle, Zielvorgabe, wir wollen in den nächsten 18 Monaten 5 neue Kunden irgendwelche Umsätze verdoppeln oder so, muss ich eigentlich sofort veröffentlichen und kann es gar nicht im inneren Kreis der Mitarbeiter halten. Und dann steigt mir der CFO oder wer auch immer aufs Dach und sagt, das wollen wir aber den Investoren nicht veröffentlichen, weil wenn wir es dann verpassen, dann haben wir ein Problem. Also wird dann die Strategie und die Ziele des Unternehmens so verklausuliert und auch nicht mehr messbar, sondern mehr nur noch so trendartig formuliert, dass ich da nicht in Konflikte komme. Das ist immer leicht zu sagen. Weil ich glaube, dass sich jeder wiederfindet, wie zahle ich auf das Ziel ein. Klar, wenn ich einen neuen Kunden finde, ist das einer von fünf. Das ist einfach. Aber wenn ich es dann nicht sagen darf, weil es Implikationen nach draußen hat. Ja, das ist vielleicht auch eine der Herausforderungen von dem Ansatz, weil der ist sehr langfristig angelegt. Und okay, wir wollen ja, dass eine Organisation lernt, positiv im besten Falle und dadurch besser im Wettbewerb werden. Aber es ist halt ein bisschen schwammig und vor allem eher langfristig angelegt. Jetzt nicht aufs nächste Quartal, doch dann mal hier ticken. Die Ziele. Ja. Ja. Ja, das war jetzt von mir nur ein Beispiel. Ja. Ich kann das auch langfristig formulieren, wo ich in 5 Jahren sein will. Aber wenn das nicht messbar ist, ist es schwammig. Mhm. Und wenn es messbar ist, bin ich sofort in der Veröffentlichungspflicht, wenn ich public traded bin. Das setzt eben da an, wo ich Ziele und Strategie habe. Das ist ja im Grunde noch hinter dem, was ist denn eigentlich der Unternehmenszweck? Was ist der Zweck des Unternehmens in der weltweiten Arbeitsteilung für etwas? Und dann komme ich weg von den reinen finanzorientierten Zielen vielleicht zu einem Arbeitsteilungsziel in einer gesamten Wirtschaft. Und dann habe ich nochmal eine ganz andere Dimension, die möglicherweise auch mit den Werten der Leute, die dort arbeiten wollen, stärker in Korrespondenz geht oder in Resonanz geht. Und dann ist möglicherweise auch eine andere Motivation da zu arbeiten. Denn wo habe ich eine Motivation, wenn ich sage, wenn das Unternehmen sagt, wir möchten unsere Rendite um 2% steigern oder wir möchten irgendwelche Umsatzziele steigern. Das motiviert mich nicht im geringsten, mich zumindest. Und ich höre viele Menschen im jüngeren Alter auch nicht. Und da sehe ich einen Shift, wie auch Unternehmenspolitik funktioniert und wie auch Purpose wieder mit Zielen und Strategie korrespondiert. Also ich habe ein ganz schlechtes Beispiel gewählt, ich ziehe es zurück. Wir können das auch mit Nachhaltigkeitszielen oder Werteziele oder was auch immer. Das war einfach ein Beispiel. Mhm. Ich kann ein anderes Beispiel konstruieren und komme in die gleiche Bredouille. Und mit dem Unternehmenszweck bin ich sofort in der Bredouille, weil der Unternehmenszweck steht in der Satzung. Den darf ich gar nicht variieren. Da bin ich sofort in der rechtlichen Problematik drin. Das eben bei Public-Unternehmen? Nein, das ist bei jeder GmbH. Steht der Unternehmenszweck in der Satzung drin und an den habe ich mich zu halten. Und da darf ich auch nicht irgendwie interpretieren, dass der vielleicht doch ein bisschen anders ist, wie er da drin steht. Bei jeder GmbH, also nicht nur Public-Traded. Das ist nicht einfach. Die Leute da... Also Ziele sind vom Grundsatz her ein sehr mächtiges Instrument. Der Punkt ist allerdings der, dass Ziele als solches, ich kann nicht einfach nur ein Ziel nach SMART definieren. Das funktioniert zwar oberflächlich, ja, aber das heißt nicht, dass ich das für mich verinnerlicht habe als solches dabei.
Und das eigene Ziel, also ich meine, die Herausforderung ist tatsächlich, im Rahmen eines Unternehmens herauszuarbeiten für den jeweiligen oder für sich jeder herauszuarbeiten, was kann ich denn eigentlich jetzt hier erreichen dabei und welche Ziele verfolge ich gegebenenfalls, um hier diese intrinsische Motivation auch zu wenden dabei in der Richtung. Die muss aber letztlich im Dialog und praktisch im Austausch mit Führungskräften passieren beispielsweise. Und Führungskräfte meine ich jetzt nicht im Sinne von, ich delegiere eine Arbeit, dann hat der Partner sein Ziel, sondern wirklich das auf eine andere Art und Weise zu machen. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Und dazu muss man sich allerdings ein bisschen mehr mit den ganzen Wechseln dabei stellen. Da gibt es, OKR wurde schon genannt beispielsweise, da gibt es sowas, gibt es das ganze Thema Hochschule Country beispielsweise nochmal, wo einfach viel mehr Transparenz noch geschaffen wird an der Ecke. Also es gibt schon die Dinge, aber oder und, es ist immer verbunden mit Arbeit. Ja, es ist so. Also, soll man letztendlich so einen positiven Ausblick versuchen, wie man vielleicht das Thema Lernorganisation fördern kann, jetzt in unserer jeweiligen Rolle, die es immer ein bisschen anders ist. Das was, wo man vielleicht... Was wolltest du gerade sagen? Ich meine, meins wäre jetzt auch, glaube ich, mega negativ. Ich bin so, wie nennt man das? So harmoniesüchtig. Also ja. Ich würde gerne mit einem positiven Ausblick vielleicht enden, wenn wir ein paar Ideen in den Raum werfen und dokumentieren, wie man das Thema vielleicht... Ein Punkt wäre vielleicht, dass sich langsam doch ein genereller Mindset entwickelt für lebenslanges Lernen. Und Wertebasierung. Und Wertebasierung, ja. Ich hätte tatsächlich immer erstmal eine These. Langsam. Ich würde es langsam dreimal unterstreichen, es entwickelt sich langsam. Ich würde es tatsächlich mehr betonen. Mit was die Frage? Ich habe manchmal den Eindruck, also früher war ja Lernen klassisch Personalentwicklung, klassisch HR. Und ich habe manchmal den Eindruck, Learning and Development löst sich von HR ab, also differenziert sich aus. Das gab es eigentlich früher auch schon, aber dass das eine verstärkte Bewegung ist und wird in der Hinsicht wichtiger. Und ich habe fast den Eindruck, das operative HR wird weniger wichtig. Das kann ich persönlich recht gut nachvollziehen. Und man hat tatsächlich den Eindruck, im gleichen Zuge wird Lernen eher wichtiger. Ich weiß nicht, ob das eine und Lernen, und dann sind wir tatsächlich sowohl individuelles als auch Teamentwicklungen als auch organisationales Lernen. Also ich sehe eher im Moment eine Aufwertung dieser Funktion im Unterschied zu den klassischen HR-operativen, sonst was, Entgeltprozessen. Ich glaube, es löst sich aus einer Funktion hin zu der Aufgabe, dass im Grunde Lernen überall stattfindet, ja. Nicht nur in der Funktion sozusagen institutionalisiert wird. Das ist auch ein total wichtiger Punkt. Genau, dass es auch nicht mehr zentral gesteuert ist, sondern das Lernen allgemeiner Verstand wird eben als Lernen und nicht als genau Top-Down-Prozess irgendwie, genau. Ich bin nicht so harmoniesüchtig, ich habe deswegen so negativ ausgedrückt mit Trainingskonkurrenzkampf. Das ist aber genau das Gleiche, es wird dezentraler, aber das ist positiv. Wir brauchen nur noch halt eine gewisse Guidance und Governance. Was wir ja schon hatten, was ich auch finde, ist immer dieser Begriff des New Learnings kommt ja gerade auf, was verstehen wir unter New Learning. Das ist genau diese Sinnhaftigkeit hinter dem Lernen. Und da kommen dann natürlich viele Dinge zusammen, Ziele, Sinnhaftigkeit, Purpose, die nochmal kommen mit Satzung. Microsoft ändert auch ihren Purpose alle 3 Monate. Also die Mission-Statements, die verändern sich schon. Aber das finde ich auch noch gerade mit dem New Learning ganz guten Begriff tatsächlich, dass man auch diese Sinnhaftigkeit dran verankert für den Einzelnen. Und die Dezentralisierung ist ein Riesentrend. Das ist das Thema, was ich gerade bei jedem Kunden sehe, dass wir ein Grundverständnis in der Dezentrale, in dem Business erreichen. Gerade Business Units war aber bei BSF meines Wissens ja schon immer so. Dass da eine große Lernkultur in den Einzelnen einzubinden. Die Notwendigkeit erkannt wird, dass man das nicht mehr zentralisieren kann. Aber wenn der eine ganz kurz das dazu sagen darf, also wir reden von 2 verschiedenen Dezentralisierungsbewegungen. Das eine ist ja tatsächlich, dass man sozusagen von der zentralen Entwicklung hin in die Unternehmensbereiche dann quasi dort L&D-Leute oder so Funktionen hat. Aber ich glaube, das meinte auch er. Es geht ja noch einen Schritt weiter, dass sozusagen die Communities die Leute selber lernen und natürlich auch die Tools zur Verfügung haben, sozusagen den Wissen zu teilen und so weiter. Und natürlich entsteht eine Unübersichtlichkeit, die es vorher nicht gab, aber die muss man nicht unbedingt negativ sehen. Also die Frage ist, wie geht man mit der um? Ich glaube, darauf reagiert das ganze Learning-Ecosystem und sowas. Ja, und deswegen, ich glaube nicht die Frage ist, findet es statt und wie kann ich das mit Governance bekämpfen, sondern die Frage ist, wie reagiere ich darauf angemessen? Ja, weitergehen, dass eigentlich Lernprozesse und Arbeitsprozesse verschmelzen. Absolut, ja. Gleiche Entwicklung. Ja. Ich würde mal ganz gerne in die Runde virtuell fragen. Irgendjemand hat netterweise gerade was mitgeschrieben auch. Habt ihr noch?
Punkte für ein Fazit? Ich habe so gebannt, ihr war hier in der Diskussion, dann ich habe euch fast vergessen. Johannes, ja, bitte. Ich versuche es. Also ich kann das, was ich glaube, Sven, du hast es gesagt, ganz hinten im Raum, oder? Auch nur bestätigen. Also ich beobachte bei unseren Kundinnen auch, dass die Frage, wie können wir mehr Freiräume schaffen, wie können wir weg von diesen sehr klar geregelten, da ist ein LMS und dir wird was zugewiesen, hinzu, wir schaffen Infrastrukturen, wir beschäftigen uns mit irgendetwas, was viele Lernökosysteme nennen. Ich bin mit diesem Begriff nicht so ganz glücklich, um die Möglichkeiten, die wir ja alle, die Kompetenzen, die wir alle im Selbstlernen haben, zu fördern. Ich sehe das überhaupt nicht negativ. Also mir begegnet permanent im Alltag die Frage, wie können wir informelles Lernen fördern, wie können wir LND zu Ermöglichern entwickeln und auch, wie können wir den strategischen Link von LND, HR, wie auch immer man sie nennen mag, sichtbar machen. Ja, da das formuliert. Man muss ja eins sein. Man muss ja schon aufpassen, dass man die Leute nicht behindert. Ja, das war ja ganz klar. Vielleicht sollten wir uns mal die chinesische Kultur anschauen. Also in letzter Zeit beschäftige ich mich öfters immer wieder mal mit China in der Richtung. Und China, bei China ist es ein extrem hoher Wert für jeden Einzelnen, sich weiterzuentwickeln. Für den einzelnen Bürger gehört das dazu insgesamt. Und China selber ist ja auch schon darauf ausgerichtet, sich kontinuierlich, also deren eigentliche, sagen wir mal, Strategie ist ja schon, sich weiterzuentwickeln, also vom Down insgesamt gesehen, ja, also von der Spitze über. Und die sind alle daran interessiert, das ist ein extrem hoher Wert, sich selber zu entwickeln und weiterzukommen dabei in der Richtung. China ist deswegen der Grund, warum die Learning Management Systeme PDF-Zertifikate. Was? China ist der Grund, weshalb? Der einzige Grund, warum Learning Management Systeme noch PDF-Zertifikate auswerfen. Wenn man jetzt die These sagt, Lernen ist Leben und Unternehmen als lebendige Organismen versteht, dann war Evolution schon immer etwas, wo sich Organismen an Umfeldbedingungen, an Veränderungen angepasst haben. Und dann habe ich im Grunde eine lebenslange Notwendigkeit als Unternehmen, als Organismus, weiterzulernen und mich entsprechend anzupassen ans Umfeld und vielleicht sogar darüber hinauszugehen und eben lebensfähig zu bleiben. Als eine Metapher aus der Natur eben. Du hast eben auch Organismus genannt. Ja, ich denke, wir fokussieren uns vielleicht allzu sehr auf das Thema Lernen. Mhm. Meiner Ansicht nach verengt das irgendwie so einen Blickwinkel und den Blick auf Lösungen. Letztendlich geht es ja doch darum, auch den Schritt zu machen vom Lernen zur Kompetenz und zum Handeln. Und ich denke, das sind noch ganz wichtige Verknüpfungen, die auch bedacht werden müssen, damit überhaupt Lernen irgendeinen Effekt hat, sich ausdrückt in irgendeiner Handlung. Ja, das ist eine Frage. Für mich ist Lernen immer der Weg von Wissen zum Tun. Mhm. Also ich bin da ganz im falschen Dreieck verhaftet. Ja, bei dir, aber wer weiß, wo das noch nicht ist. Deswegen frage ich, müssen wir erstmal Begriffe definieren. Ja. Und wenn du jetzt das Wort Lernen anders definierst, dann reden wir wahrscheinlich stundenlang vorbei. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, da muss man auch noch das ganze Thema passives und aktives Lernen mit reinpacken dabei. Weil passiv lernen wir alle in irgendeiner Form. Ja gut, wir sind jetzt 16 nach. Also ich fand es eine interessante Diskussion. Und was haben wir in der Hand oben? Ja. Oh, sorry. Erstmal, haben wir nicht noch 15 Minuten, oder? Ja, Entschuldigung. Ja, gut. Aber das ist ein frühes Fazit. Okay, na, tut mir leid, ich habe das bis 19:15. Nee, das ist super. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Danke. Und dann. Mir kommt gerade das Update von der CLC-Vision, die ja gerade vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, in den Sinn. Und so optimistisch, wie ich eben gerade noch war, der letzte Punkt, den wir dort erfasst haben, dass Lernen über die organisationalen Grenzen hinauswachsen möge. Das ist ein Punkt, wo ich, glaube ich, noch großen Handlungsbedarf sehe. Also so zuversichtlich und so progressiv viele Organisationen sind, was Lernen innerhalb der Unternehmensgrenzen betrifft, die Öffnung nach draußen und eben das Lernökosystem eben nicht mehr nur innerhalb der organisationalen Grenzen zu sehen, sondern auch innerhalb der Branche, innerhalb mit Kunden, PartnerInnen und so weiter. Da haben wir, glaube ich, noch großen Nachholbedarf oder Entwicklungsbedarf, nicht Nachholbedarf. Wo ich glaube, eine der Challenges ist, dass man das oft zu arg als Lernen sieht.
wenn man den Ökosystemansatz mehr businessmäßig sieht und ich dann mit meinen Businesspartnern lerne, was ich auch soll, ob es jetzt ein Partner ist, ein Co-Innovationskunde und so weiter. Und wenn ich dann versuche, da als Lernorganisation anzudecken, dann habe ich eben mehr strategisches Alignment. Ich glaube, da müssen vielleicht auch dann die LOD-Praktiken noch mehr hin. Das ist ein guter Punkt. Aber das, das denke ich, das ist das Kernthema der Datenlogistik und Informationslogistik. Denn das ist ja dann der Urstoff des Lernens. Und ich glaube, da braucht es auch entsprechende Kommunikationswege, mit denen man die Informationen selektieren kann, mit den Relevanzfiltern, damit das eben in der Organisation auch verarbeitbar ist. Ich glaube, das spielt dann eine ganz wichtige Rolle, die mehr oder weniger vor dem Lernen noch stattfindet. Naja, da geht es aber dann ja auch um Vernetzung zwischen den Firmen irgendwie ein Stück weit. Also wir erleben ja innerhalb unserer Communities, dass sich da durchaus auch Menschen vernetzen, um gemeinsam an Themen zu lernen. Das erleben wir ja täglich mit den Lern-aus-Lerngruppen, ja. Und da findet es ja firmenübergreifend statt. Und ich glaube, diesen Schritt müssen viele Unternehmen eben auch noch machen, dass sie sagen, wir ermöglichen unseren Mitarbeitenden, dass sie eben diesen Schritt tun dürfen und auch mit anderen Organisationen gemeinsam lernen dürfen. Also im Moment ist doch alles auch da schon noch sehr auf das eigene, auf die eigene Organisation. Also nicht hier in diesem Raum, weil ich merke, also letztendlich hier ist halt, sind alle schon einen Schritt weiter. Aber wenn ich jetzt von den meisten Unternehmen ausgeht, ist es wirklich diese Öffnung nach außen einfach auch noch ein Thema. Ich kann dich da anknüpfen, aber das ist ein Akzeptanzproblem auch ein Stück weit. Ja. Ich habe Kollegen, die sind auch mit mir im Bildungsteam, aber die sagen, Melanie, warum fährst du da jetzt hin und warum redest du eigentlich mit anderen? Ja, ja, genau. Warum behältst du das nicht in der Organisation, das Wissen? Also das heißt, da gibt es auch so eine Konkurrenz zwischen dem Blick nach innen und dem Blick nach außen eigentlich ein Stück weit. Und man muss sich fast schon irgendwie rechtfertigen. Dabei bin ich eigentlich sogar bei einem Träger, der Netzwerkarbeit macht. Also das ist ein Business Case eigentlich. Also, und trotzdem muss man rechtfertigen, warum man so einen Tag hier verbringt und warum das eigentlich besser ist für jegliche Netzwerkarbeit und für gemeinsames Lernprozesse, wie wenn ich jetzt mich hinsetze und noch ein paar Artikel lese und ein paar Konzepte schreibe. Deswegen finde ich das immer so spannend, ein bisschen in den Medizinraum zu gucken. Hausärzte, die haben ein ganz anderes Lernverständnis. Ein ganz anderes Austauschverständnis, weil die keinen Konkurrenzkampf haben. Die Ärzte untereinander meistens eher weniger Konkurrenzkämpfe tatsächlich, aber auch natürlich liegt hinten dran, es liegt ein regulatorischer Rahmen hinten dran. Das muss man ganz klar sehen bei der Medizin. Aber die ich kenne, alle einen komplett intrinsichen Ansatz der eigenen Fortbildung und des Austausches. Der ist ganz klar gegeben. Jetzt muss man aber eins mitgeben. So ein Arzt an sich hat halt in sich selbst ja schon immer einen Experten. Der ist für sich selbst ein Experte. Da ist ja eine andere Arbeitskultur natürlich auch vorhanden bei dem einzelnen Menschen. Aber das Medizinthema, da ist ein hoher Fortbildungsbedarf. Und der wird auch gerne genutzt und ein hoher Austauschformat. Aber da endet es dann auch. Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf. Es endet doch genau auf dieser Ebene. Die Ärzte mögen sich noch austauschen. Aber nach unten hin passiert doch in den Krankenhäusern nichts. Schade, dass die Katharina Nolten nicht da ist. Die könnte jetzt nämlich hier kurz stöhnend sitzen und sagen, ja, also in Krankenhäusern funktioniert es nicht. Aber da kannst du was sagen, weil da kann man, glaube ich, organisationstheoretisch drauf schauen. Also das eine ist eben die Professionalisierung. Der Arzt ist eine Profession, der immer schon sozusagen in der Profession sich bewegt hat und sich nicht unbedingt in der Organisation verbunden fühlt. Ja. Dagegen drunter, wenn ich das jetzt mal sozusagen, die gehören zur Organisation, sind dem Organisationszweck sozusagen. Und ich glaube, das ist genau, der eine richtet sich deswegen, orientiert sich an der Organisation und der andere orientiert sich an der Profession, die querläuft. Und ich glaube, damit kann man das relativ gut erklären, dass komplett unterschiedlicher Austausch stattfindet. Das ist ja auch eine Vernetzung, die über eine Expertise stattfindet. Ne? Ja, absolut. Also grundsätzlich, ich weiß bei Ärzten jetzt nicht so genau, ob die untereinander wirklich so austauschen. In der Wissenschaft ist das Gold, ist in der Wissenschaft ist Wissen. Und das wird eigentlich sehr ungern ausgetauscht. Also ich finde es ein Skandal, dass öffentlich geförderte Projekte, dass es da keine weitergehende Reportingpflicht gibt bezüglich der Ergebnisse. Wir als Steuerzahler haben es bezahlt und die behalten es für sich. Kann nicht sein. Ich glaube, die Industrie ist sehr viel weiter und gar nicht so schlecht, wie wir das hier darstellen. Zum einen gibt es Konferenzen, wo wirklich offen
ausgetauscht wird und berichtet wird und vernetzt wird, wie diese Veranstaltung ja auch, so gibt es die auf allen Ebenen, in allen Disziplinen. Und den Ökosystemgedanken, der kommt mit Macht und da passiert sehr viel. Neueste Produkte, Apple hat es vorgemacht, wenn man Produkte werden mit dem Kunden zusammen entwickelt und mit dem Zulieferer zusammen entwickelt und nicht mehr im Elfenbeinturm. Passiert sehr viel, denke ich. Und also ich sehe die Entwicklung da eher positiv, auch dass das Lernen entsprechend dann organisationsübergreifend stattfindet, findet durchaus statt. Vielleicht sind wir hier nicht der Vorreiter da drin, aber wir sind immer sehr gut im Aufholen. Also, ich finde das die Metapher auch mit Muskeln ganz gut. Ne? Ich glaube, da müssen wir einfach auch die Lernmuskeln oder Muskeln noch weiter trainieren. Es gibt da Ansätze. Also wir haben jetzt zum Beispiel für unsere Kunden und Partner und Mitarbeiter schon zweimal eine Learning Circle Experience gemacht. Das sind halt Dinge, die muss man regelmäßig machen, immer wieder anbieten. Da waren jetzt auch Netzwerkpartner dabei. Ich denke, ja. Und solche. Ich glaube, das ist auch eine Besonderheit, die euch auch so stark ausmacht, dass ihr dieses partnerschaftliche Denken auf einer ganz anderen Ebene schon auch macht und es ganz immer mitdenkt. Und dass es dann ganz selbstverständlich auch ist, weil das natürlich auch eure Produkte ihr in der Entwicklung da auch viel dann gemeinsam macht. Also ich muss sagen, ich bin ja da durch alles auch reingerutscht, weil ihr das einfach selbstverständlich dann diese Einladungen auch aussprecht. Und das ist, glaube ich, also ich mache ja auch mit vielen anderen Unternehmen zusammen, das ist nicht überall selbstverständlich. Also. Ja, aber ohne unsere Partner wären wir jetzt natürlich nicht so stark. Ne? Ökosystem, Einführungspartner, Entwicklungspartner, Technologiepartner. Aber klar, das ist natürlich auch noch ein Mindset, was ich entwickeln muss in anderen Firmen. Darf ich fragen, was macht ihr mit dem Learning Circle Experience? Habt ihr da eine Produktentwicklungsphase zusammen oder habt ihr da wie ein Barcamp? Nee, also es gibt ja von LernOS die LernOS Guides. Das sind so, das habe ich noch nie angeguckt. Ja. Allen möglichen Themen, so wie ja. BOL. Und davon gilt das Guide. Getting Things Done gemacht, digitale. Wir haben eine gemeinsame Lernreise gemacht und zwar SAP-Mitarbeiter gemeinsam mit Partnern aus anderen Unternehmen und haben gemeinsam in Circle miteinander gelernt. Ich war jetzt gerade mit meinem Circle danach jetzt gerade Mittagessen und ich habe die zum ersten Mal live gesehen. Ich kenne die nur virtuell. Also das war auch toll, uns mal zu treffen hier. Ja. Also tolle Sache. Nicht nur jedem sagen, wenn es wieder einen gibt von euch, also da auch mal mitzumachen. Ja, oder einfach selber organisieren. Mal ein kleiner. Ja. BOL. Der Witz ist ja, wir sind eigentlich alle in einem Ökosystem. Wir haben nur irgendwann mal Institutionen darauf gesetzt und diese Sachen getrennt voneinander. Und wir denken sie auch getrennt. Wie du eben sagtest, wer ist hier innen und wer ist außen? Im Grunde sind wir alle in einem Innen, je nachdem, wie ich den Raum definiere. Und wir sind auch interdependent miteinander verbunden. Nur die Organisation, die wir geschaffen haben, die hat eben eine Trennung hervorgerufen. Ich glaube, das im Denken und dann auch hinterher im Umsetzen zu überwinden, das ist die Aufgabe für die nächste Zeit. Und dann kommen wir auch viel schneller wieder zur Lösung, bin ich ziemlich sicher. Aber das ist ein langer Weg, das im Denken zu verlernen. Ein Punkt, Rainer, hast du noch irgendwelche Kommentare, Reflexionen? Moritz, Johannes, die anderen. Ich hätte noch einen Punkt, ich glaube, den wir noch gar nicht besprochen haben, ist Technologie, was ja auch hier in der SAP vielleicht nahe liegt. Aber ich glaube, sowohl in der Organisation, wenn wir die letzten Jahre anschauen, aber auch jetzt über die Organisation hinweg, die Grenzen hinweg, sind natürlich die ganzen Kommunikationsplattformen, die entstanden sind, in welcher Form auch immer, sind natürlich wahnsinnig förderlich fürs Lernen, auch fürs Selbstgesteuerte, fürs Teilen, ne? Dass gerade nicht mehr dieses ganze Top-Down-Gesteuerte und auch die Grenzen nicht mehr so gemacht werden kann. In meiner Organisation, wo kann ich denn überhaupt ihre Grenzen noch sicherstellen? Das geht ja immer weniger sozusagen. Ja? Und ich brauche auch meine Führungskraft nicht mehr unbedingt, um mich mit einem Kollegen auszutauschen, weil ich kann es einfach easy über alle möglichen Plattformen tun. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, was da von der Egalisierung letztlich zu einem horizontalen Austausch geführt hat. Also ich spüre das wahnsinnig in der Organisation. Ich fand das Beispiel gerade auch, man hat die Kollegen nur gar nicht gesehen, virtuell. Ich meine, solche Sachen hätten auch vielleicht schlicht nicht stattgefunden, weil es einfach viel zu aufwendig gewesen wäre. Das heißt, die Hürde, sowas zu tun, ist einfach auch, senkt sich ab und lässt sich, glaube ich, auch nicht verhindern oder nur in Grenzen verhindern, sozusagen. Als Organisation jetzt, wenn man in Governance denken würde oder sowas. Ja, ich finde das auch ein schönes Bild, weil also ich,
ich als Lerntechnologieanbieter kann nur sagen, dass wir eigentlich super viel haben und wir setzen es gar nicht ein. Und wir haben so ein bisschen den Trend hier bei uns, SAP, wie auch immer alle, TTS ist ja auch mit im Raum. Wir werden gefragt, was sind denn der neue Trend der Learning Technologies? Und ich sage, nutzt das Zeug. Adoption ist der Trend. EPSS ist klar. Der Johannes weiß, von was ich rede. Nee, ich meine mit Adoption, genau, dass die Leute es nutzen. Was meine ich? Ja, die. Das ist wirklich irre, was wir noch für Potenziale haben. Wenn wir nur, das meine ich positiv, Dinosaurier und die Team reinkommen. Die Adoption, die Nutzung ist noch weit hinter den Möglichkeiten. In der Breite, weil wir sind ja ein elitärer Zirkel eigentlich. Ja, also wir sind ja die Potenziale auch, das in einer guten Vernetzung noch weiter zu verbessern. Persönliches Thema, aber von wegen der Organisation, wie ich das eben auch mal hatte. Ich fand in meiner Zeit, ich bin jetzt in dem Unternehmen 17 Jahre, ich fand das am allerspannendsten. Ich hatte die Möglichkeit, das ist so eine Art Trainee, wirklich dieses Tandem-Learning und Shoulder-Learning. Also ich bin da ein ganzes Jahr über vier Abteilungen gelaufen, bis hin zu, ich konnte habe die Vorstandsassistenz kurz unterstützt, durfte dem Vorstand über die Schulter blicken. Also dieses Erfahrungslernen, das ist leider natürlich durch diese Entkopplung der Arbeitsstätte zu einer großen Herausforderung geworden, gerade in Unternehmen, die sich die Möglichkeiten haben mit Homeoffice etc. Da sehe ich Schwierigkeiten gerade. Also wir verlieren so ein bisschen diese Möglichkeit der Supervision. Und Supervision ist natürlich etwas, was häufig in der informellen Ebene viel dem Lernen hilft. Und da versuche ich gerade Wege zu finden, dass wir in diese informellen Supervisionen nochmal hineinkommen mit aktiveren Touchpoints, weg von Technologie. Das ist eher was, mit dem ich... Und Shadowing kann man eben auch, also SAP bietet ja auch einen Shadowing-Partner an, da dürfte ich auch teilnehmen, war auch spannend, also eben digital aufs Leben zu machen. Also es geht was. Es wird knapp. Das erfahrungsbasierte Lernen auch dann nochmal jemand anders. Shadowing ist ein toller. Also Shadowing, bin ich ein riesen Fan davon. Aber ich komme im Moment in ein Unternehmen rein, da sehe ich dann Personen, die ihre Onboarding-Woche haben und es ist